Hallo und herzlich willkommen zurück zum Alice 19 Landwirtschaft auf der Kandelin-Map. Beim letzten Mal haben wir die Heuballen eingelagert. Jetzt sind wir 2 Tage später. Sprich, 5. Frühlings-, Sommertag, Spätsommer sprich. Und es ist Erntezeit. Ich habe schon mal den Fendt mit dem Überladewagen von Bergmann und der Axion und der Krampekipper. Der Axion wird irgendwann verschwinden und durch ein Glas vom Glas DLC ausgetauscht. Denn habe ich umso weniger Mods ich drauf habe, umso besser. Und da ich das Glas DLC habe, kommt natürlich auch ein Glas Mähdrescher von dem Pack. Ich will einmal gucken, 13%. Ich glaube, 13% ist in Ordnung. Dann springen wir mal zum Shop. Da steht auch schon der Glas Lexion. Ich probiere es erst einmal so mit denen durch die Gegend zu fahren. Wenn nicht, muss der Johnny davor. 12,30 Meter Schneidwerk. Sprich, Vario. Nee. Convio 12,30. Ach, sonst war das, glaube ich, immer Vario. Mit dem Bandlaufwerk. Sprich, schauen wir mal, wie es sich denn auswirkt. Und ist klar, dass ich hier Terra-Track. Gibt's auch nur so. Hier, das ist für. Damit das vor der Kabine nicht so staubt, saugt er das an und da nach unten hin raus. Ja, dann wollen wir auch mal starten. Selbstverständlich Rundumleuchten an. Achso, jetzt können wir es ausmachen. Hier der Ganghebel. So. Ich hoffe, ich komme da rum. Ah, das Gute ist, der Anhänger lenkt auch mit. So. Natürlich hier links rum. Was fährt denn das Ding? 30 bestimmt, ne? Ach ne, 40. 42. So, dann bin ich ja mal gespannt bei 12,30 Meter. Da muss man bestimmen. Oh. War schön leise eigentlich. Na gut, er macht, hat ja auch noch seine Arbeitsstellung drin. Im Glas DSC Pack ist ja einiges drin. Den Scorpion 1033 habe ich ja auch. Dann kommt noch ein Axion dazu. Ich überlege noch. Ah, aber alles auf Glas.
Ah, kann ja später mal schauen. Moin, Erntezeit. So. Schön, Class 8, Lektion 8900. Die neueste Generation. Ich habe mir ja dieses. Es gab ja Videos darüber. Über die neue Class Lektion Reihe. Von. War der kleinste 5000? So. Hier fahren wir ein bisschen langsamer runter. Die werden dann hier bei mir auf die Wiese rauffahren und da anbauen. Na, da ist halt. Was ist denn das da oben? Da das so flackert. Das von bei mir wegen der Grafik ein. Nee, jetzt ist es weg. Hier haben wir letztes Mal auch die Heuballen. Ach, das soll die. Ah, vielleicht durch meine Grafikeinstellung. So. Wenn wir hier mal wenden, da ist der Graben, positionieren wir uns mal. Hier hängen wir das mal ab. Fahren wir rückwärts auch der, guck mal, der Ganghebel geht auch nach hinten. So. Fahren wir mal ran. Da den sogar noch Laufräder rechts, links. Vernünftig ran. So, klappen wir das mal auf, schauen wir mal von außen. Oh, guck, das Rohr ging dann raus. Das hängt aber auch raus. Okay, das. Ach doch, kann ich auch da drüber steuern. Kann ich vielleicht auch. Moment, Moment. Okay, das ist auch darauf gelegt. Wendeschaltung aus. Drescher zuklappen. Drescher. Na, ich würde mal sagen, Vorgewende machen wir, häckseln wir. Gehen wir mal eine Innenansicht. Fahren wir hier gleich mal einmal irgendwie so rüber.
So. Denn schauen wir mal. Guck mal, rundum leuchten können wir ausmachen. So. Machen wir erstmal hier das Stück, dass der sich den Abfahrer einstellen kann. So. So, jetzt habe ich gar keine. Ach doch, da oben habe ich noch eine Prozentanzeige. So. Da stehen die beiden Jungs. Oh. Guck mal, die Räder drehen sich sogar mit. So. Wie ich das mit den Überladewagen mache, weiß ich auch noch nicht. Fahren wir bis da oben dann wieder runter. Dann haben wir beide zwei Vorgewände. Müssten doch reichen. Das sind 24,60 Meter. Einzugsanimation ist eigentlich auch ganz schick. Wir gucken auch gleich mal von draußen. Ein bisschen da auch noch mit. Vielleicht über Cosplay den HW Überladewagen, HW 80 wollte ich gerade sagen. Ich dachte, der macht links, rechts, links, rechts. Oder ist das erst ab einer gewissen Einstellung? Können wir mal hier gucken, ob hier wieder auf dem Laufband läuft. Oder ist das erst ab einer gewissen ab einer gewissen Grafikstärke? Da kommt sie wieder hier ein bisschen gerade. %. Hola.
So. Ob eigentlich auch automatisch die Rundumleuchten angehen? So. Und auch hier die von der Schnecke, ach, wie heißt denn das rote hier? Die Zinken, die so hochklappen durch die Drehung. Ihr glaubt, die Zapfwelle. Dreht auch. Aber irgendwas soll doch hiermit animiert sein. Oder muss man hier hinten erst was aktivieren? Nee. Ich lasse mal den Finger da drauf. Okay. Stroblage ausschalten. Nee, ich muss den hinten erst anmachen. Ja, Tatsache, guck jetzt, hier bewegt sich auch was. Hier der Rüttelsieb. Ach, okay. Guck, glaub jetzt. Ah, guck, jetzt bewegt er sich auch. Ich muss den Drescher. Okay. Hier hinten der große rote Punkt leuchtet nur, wenn man Licht anmacht. Mal jetzt ergibt das hier auch Sinn. So. Okay, mal gucken, wenn er voll ist, ob man den immer wieder anmachen muss. Wir machen den einmal voll. Ja, hier weiß ich nicht, ob es durch ein Unkraut ist. Hier kommen ein paar Stellen, aber relativ wenig. Guck, man sieht hinten auch, wie er sich hinten bewegt.
Ein Foto muss sein. Und ich hab gleich verkackt. Sorry, das ist, wenn man sich nicht auf die Fahrt konzentriert. So. 99 auch eh gleich voll. Vorne die Messer bewegen sich. Sehr schön. Ach, guck mal, das ist ja dämlich. Der geht denn ganz aus, auch hinten. Schauen wir uns mal die Dings noch an, wenn wir abbunkeln. So, und Umleuchten können wir auch mal ausmachen. Guck mal, zwei Spuren. Was die Spiegel hier manchmal haben. Irgendwie haben, glaube ich, manchmal was mit der Fahrtrichtung zu tun. So, da steigt da. Sieht auch. Ganz schick aus. Bei der HW80 Überladewagen kann, glaube ich, 43. Und 36.002 Drescher. Also 2,5 Drescher ungefähr. Machen wir den mal kurz aus. Kann ich jetzt? Warte mal. Wenn ich auf den Drescher gehe, fahre ich mal kurz vor. Muss mal kurz ein bisschen testen. Ach, vorwärts. Aber man muss jetzt hier hinten beim Rohr aufpassen. Und wenn ich jetzt... Moment. Ja, okay. Ah ja, und dann kann ich das ja hier... Jetzt bleibt der Drescher auch an. Und mit meinen Tasten kann ich das Mähwerk hoch und runter machen. Das ist ja wunderbar. Das läuft. So, liebe Leute, mit diesen Bildern verabschiede ich mich jetzt auch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.